Servus Leute, ja, ich nehme dieses eher spontane Video einen Tag vor der Leipziger Buchmesse auf. Ja, die Leipziger Buchmesse fängt morgen an und ich bin alle 4 Tage in Leipzig auf der Buchmesse am Start. Ja, ich war jetzt schon ein paar Mal auf der Leipziger Buchmesse und ich muss sagen, mir gefällt es dort unheimlich gut. Das ganze Ambiente, das ganze Flair von dem ganzen Messegelände ist richtig, richtig geil. Ja, ich freue mich da unheimlich auf die ganzen alten Bekannten und Freunde, auf die ganzen Verlage, alles, was es da neu zu entdecken gibt wieder, alles, was es, die ganzen Verlagsstände, an denen man sich immer wieder rumtreibt, so das Random House Gelände sozusagen, oder Arena und Löwe Verlag und natürlich Drömer Knauer, aber auch die kleinen Verlage, wie jetzt zum Beispiel die Greenlight Press oder der Sternensand Verlag oder was es da noch alles für eben kleinere Verlage gibt, die sich da in Leipzig richtig, richtig cool und gut präsentieren können. Das ist schon immer richtig, richtig cool, denn diese kleinen Verlage, die Aufteilung in Leipzig auf der Buchmesse finde ich persönlich richtig gut gemacht, denn da sind nicht diese ganz in Anführungszeichen großen Verläge, so wie jetzt zum Beispiel in der Frankfurter Buchmesse in die Halle 3.0 gepackt. Und alles andere ist irgendwo weit vom Schuss und du musst es schon wirklich suchen, bewusst suchen du läufst dann so den kleinen Verlagsständen oder den kleinen besonderen Ständen nicht einfach so vorbei. Du musst die in Frankfurt schon eher bewusst suchen, wenn du auf der Leipziger Buchmesse die ganzen großen Verlagsstände, die sind schön über die ganzen Hallen 2 bis 5 verteilt und da kommst du automatisch, wenn du von dem einen Verlag zum anderen Verlag läufst, kommst du automatisch an viel, viel mehr mehr Ständen vorbei und entdeckst da natürlich auch immer wieder ganz besondere Schätzchen. Ich freue mich, wie ihr euch denken könnt, ganz besonders auf diese kleinen Verlage, wie jetzt zum Beispiel die Greenlight Press, hinter mir stehen sie hier. Oh ja, das Erbe der Macht vom Andreas Suchanek drin erscheint und noch vielen anderen. Und natürlich der Sternensand Verlag, der hier hinter mir, könnt ihr sehen, steht. Da freue ich mich ganz besonders wieder drauf. Das wird wieder bestimmt ein richtig, richtig cooler Trip. Aber wie gesagt, gerade beim Sternensand Verlag, bei dem wunderschönen Verlagsstand von denen, das ist immer wieder überwältigend, wie schön der aufgebaut ist und wie viel Cover-Schönheit dich da fast erschlägt an dem Stand. Die Bücher sind einfach
alles so wunderschön. Und dann eben noch mit so coolen und tollen und fantasiereichen und gut geschriebenen Inhalt gefüllt. Das ist, da freue ich mich wieder ganz besonders drauf. Und vor allem, was auch ganz besonders ist, ihr könnt an der Greenlight Press und am Sternensand Verlag auch immer die Autoren treffen. Denn gerade der Stand von der Greenlight Press, der wird ja von den Autoren direkt betrieben sozusagen. Und ja, beim Sternensand Verlag ist die Chefin, ja, die Corinne Spöri, ja auch fast immer am Start. Und eben ganz, ganz viele der Autorinnen und Autoren, die beim Sternensand Verlag verlegt werden. Deswegen könnt ihr da auch ganz oft eben eure Bücher gleich signieren. Und ja, und in Leipzig kann man ja, glaube ich, sowieso die Bücher immer auch gleich am Verlagsstand kaufen. Das ist natürlich cool. Und ich weiß dann gar nicht, ob es da eine bestimmte Regel gibt, ob es dann bloß so wie in Frankfurt, das ist, glaube ich, so am Sonntag nur, kannst du nur kaufen, außer die Autoren sind am Stand. Und ja, beim Sternensand Verlag und bei der Greenlight Press ist ja das auf jeden Fall gegeben, also könnt ihr auf jeden Fall da auch die Bücher gleich signieren lassen und kaufen. Ja, ich bin, wie gesagt, von Donnerstag bis Sonntag komplett alle 4 Tage am Start. Ja, falls ihr Zuschauer von mir seid und ihr seht mich da zufälligerweise irgendwo durch die Gegend latschen, wundert euch nicht, ich bin tatsächlich so groß. Ich bin nämlich tatsächlich ein 1,93 Meter großer, ziemlich breiter Brocken, also erschreckt mich, und ihr könnt mich jederzeit anlabern, also falls wir uns da begegnen. Ich finde es immer wieder ganz toll, einen Zuschauer mal persönlich zu treffen. Ja, und nicht bloß Booktuber-Kollegen und Blogger-Freunde und so. Ja, morgen geht's los. Und ja, da gibt es bestimmt ganz, ganz viel Lesestoff. Ja, in diesem Sinne, ciao. Bis in Leipzig, hoffe ich doch.